Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Breaking Point. Wir sind mittlerweile in Kapitel 8 unterwegs. Falls ihr die anderen Playthrough-Folgen nicht gesehen habt, schaut doch gerne in die Playlist an und lasst auf dieser Folge gerne ein Like und einen kostenlosen Kommentar gerne da. Denn ich würde sehr, sehr gerne ein paar Kommentare beantworten im Urlaub. Deswegen haut mal die Kommentarbox voll, Leute. Und nun viel Spaß mit dem Video. Früher Morgen, wer will denn jetzt schon wieder was von mir? Was gibt's? Wir sind Shaw übrigens Devin kümmert Butler sich um gerade. Butler um seine Angelegenheiten. Oh ja. Genau. Du repräsentierst das Team und den Namen Butler. Ich könnte nicht glücklicher sein. Ja, ist gut gelaufen. Gut. Ich bin schon gespannt, was diese Clowns Ackermann und Connor zu sagen haben. Ja. Alles okay, Devin? Was? Ja, alles gut. Der ist Nur, dass selber ich nicht naiv zufrieden bin. mit der Situation, das ist das Ich habe Problem. heute alles gegeben und muss erstmal etwas runterkommen. Natürlich, wir reden später. Ich habe ein paar Meetings, aber ruf mich ruhig an. Ich bin stolz auf dich, Junge. Stellen wir sicher, Da dass wir das drauf. heute keine einmalige Sache war. Okay, ciao. Naja, dann geht's mal weiter. Einige Wochen später, Kapitel 8, nach dem starken Saisonstart von Connor Sport ist das Team in der besten Stimmung. Nun geht es nach Melbourne zum Grand Prix von Australien. Privatklinikanruf, wild. Nach einer soliden Leistung im Qualifying ist das Team beim Grand Prix von Australien in einer guten Position. Nice. Cutscene! Und hier kommt Butler. Super Tempo auf der Gerade. Jetzt geht's rein in die schnelle Linkskurve. Oh, da war ein bisschen spät dran. Bei der Ausfahrt kommt er fast von der Strecke ab, Stefan. Was waren das bitte? Der hat ein bisschen Ich frage mich Probleme, die glaube ich, ne? Verzweiflung, Sascha. Er macht viel zu viel Druck. Ich meine, zu diesem Zeitpunkt ist niemand sonst in seiner Nähe. Devin, wir müssen die Bremsen etwas drosseln. Ja, der ist völlig perplex, ey. Kannst du mich hören? Die Bremsen sind lediert. Okay, wir prüfen das. Du wirst merken, dass die Leistung abnimmt. Sorry dafür. Was? Warum? Wir haben dich gebeten, die letzte Runde weniger Druck zu machen. Das hat das Problem verschlimmert. Wir können da gerade nichts machen. Wovon redest du da? Hey, du musst tun, was du kannst, Devin, okay? Der ist gar nicht bei der Sache, ey. Primäres Ziel. Halte so viele Positionen wie möglich, okay? Boah, erstmal wieder hier warm werden. Nix da. Das wird eklig zu verteidigen auf jeden Fall. Wird nicht aus den Punkten fallen, ey. Jetzt glaube ich noch DRS, jawohl. Das war kein schlechtes Überholmanöver, oder? Den haben wir gut gefangen. Ich
hinter mir ist ein ganzer Autotrain, ey. Sind wir, glaube ich, sogar mal außerhalb des DRS gewesen. Können wir jetzt ein bisschen ERS sparen wenigstens. Sainz macht jetzt ordentlich Druck. Okay, jetzt wird's eng. Okay, danke. Gut, dass wir noch im DRS sind. Ob wir den Ferrari kriegen, ist die Frage. Ah, schade, Sainz konnten wir nicht mehr halten. Schade, ey. Fuck. So, das Rennen ist vorbei. Pass auf dein Auto auf, während du reinkommst. Wie wir in der Vergangenheit gesehen haben, ist es schwierig, die Fahrer und Fahrerinnen zu steuern, oder Sascha? Und sie arbeiten eigentlich für das Team. Das ist ja das, was man will. Es ist eine komplizierte Situation. Ja, es scheint so, als hätten sie sich in der letzten Saison damit auseinandergesetzt. Und wir wissen, dass Kasper Ackermann für 2023 einen klaren Schnitt machen wollte. Oh. Zweifellos wird er ein Machtwort sprechen. Naja, ich bin gespannt, sie was es gleich gibt. Auf keinen Fall, dass sich wiederholt, was in der Vergangenheit geschehen ist. Wir haben auf der Strecke schon einige Duelle gesehen. Das kann so nicht weitergehen. Sie schaden dem Ruf des Teams und sich selbst. Da müssen sie Ordnung reinbringen. Da ist ein Gespräch fällig. Ja, ganz genau. Hier in Australien gibt es viele Veränderungen und während sich die Teams an ihre neue Situation gewöhnen, werden wir das auch tun. Interview. Sie haben heute eine Teamorder ignoriert, Devin. Letztes Jahr in Ungarn haben sie das auf den Teamfunk geschoben. Aber Connersport sagte, sie wüssten nicht, wo das Problem liegt. Verschweigt Connersport etwas? Was? Es gibt Fehler passieren. Wir alle machen manchmal Fehler oder sind nicht konzentriert. Das passiert auf den Besten der Welt. Ist eben so. Fehler passieren. Sie mussten das Rennen heute mit einem beschädigten Auto beenden. Wie war das für Sie? Es war schwierig. Es war schwierig. Ich liebe diese Strecke und ich weiß, dass ich hier gut abschneiden kann. Es ist frustrierend, dann so ausgebremst zu werden. Mir hat's nicht gefallen und dem Team auch nicht. Es wird behauptet, Sie würden bevorzugt behandelt werden, weil Ihr Vater das Team finanziert. Was sagen Sie zu diesen Vorwürfen? Das Geld meines Vaters hat nicht mit meinem Talent zu tun, das ist aber auch so. Ich bin deshalb so schnell unterwegs, weil mein Vater das Team finanziert. Das ist doch keine Erklärung. Stimmt eigentlich. Aufgrund Ihrer bisherigen Leistungen, was erwarten Sie von Connersport in dieser Saison? Sie haben mich im Team. Also denke ich, wir werden ganz gut abschneiden, wenn Sie das Auto in den Griff bekommen. Ganz gute Antwort auf jeden Fall. Vielen Dank für Ihre Zeit. Nach dem Rennen. Ein vielversprechender Start endet für Devin Heike, da er das Rennen mit einem beschädigten Auto beenden musste. Und da sind wir bei Kasper. Könntest du dir das mal ansehen? Ein neuer Star. Ablehnen. Weil in der Firma Film ist nicht gut. In einem Interview nach dem sagt Devin, er habe den Fokus auf der Strecke von, was sollen wir dazu sagen? Kritisieren. Ist halt nicht hinnehmbar. Irgendwann reicht's auch mal. Irgendwann reicht's dann auch einfach mal. Andreo. Du erstickst das im Keim, Kasper. Hast du mich verstanden? Andreo? Butler. Was war das heute da draußen?
Ich will keine Wiederholung der letzten Saison. Wir sind ein Team. Er kann nicht einfach tun, was er will. Beruhige dich, ich habe das unter Kontrolle. Ja, sicher. Wir sprechen von Devon. Da gibt es keine Kontrolle. Er hätte das Auto fast kaputt gefahren, Kasper. Hat er aber nicht. Du weißt, wie das da draußen ist. Es gibt bestimmt eine Erklärung. Oder eine Ausrede. Wir werden es herausfinden. Ich spreche das bei der Besprechung an und melde mich dann. Okay, ich muss los. Gut so. Davidoff ist in der anderen Leitung. Ja, natürlich. Viel Spaß. Stark. Ja, Leute, und das war Kapitel 8 von Breaking Point. Lasst gerne ein Like, ein kostenloses Abo da und ein Kommentar. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Haut da rein.